Mensch! Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Mal ein bisschen strecken. So. Ach so, ja. Hallo, liebe Freunde. So. Unser Hund hat Hunger. Naja. Das muss hier jemand anders machen. Ich habe hier keine Zeit. Ich bin schon lange wach. Gerade habe ich gefrühstückt. Die Kühe sind versorgt. Und, ich bin so seit 5 Uhr wach. Und, heute haben wir eigentlich vor, ein bisschen Gras zu mähen, ne? Und, das Feld zu bestellen. So, wir fahren jetzt mal mit dem Trecker zu unserem Hilfsarbeiter. Der ist auf dem Feld und, grubt mal das Feld um. Und wir fahren jetzt mal zu ihm. Ich habe jetzt mal den Schwader geholt. Und jetzt fahren wir direkt mal zu ihm und mal gucken, wie weit das er ist. So, ich fahre einfach mal raus. Das ist meine Straße. So, dann stoppt ein bisschen nicht. Moment mal kurz. So, nun geht's weiter. Also noch etwas umgestellt. Und jetzt läuft's reibungslos. So, hier müssen wir links abbiegen. Kommen tut keiner. Uiuiui. Gut. So. Er ist schön am Arbeiten. Er hat sich gleich 2 Trecker geholt. So, wir fahren hier mal schnell hier rein. Mal gucken, was er macht. Ja, ist ein bisschen langsam, aber... Ja... Da muss ich dann den... So, kleiner Schnitt. Da hatte ich wohl Probleme mit dem Kopfhörer. Aber nun ist es gut. Weiter im Klartext. So, wo bin ich stehen geblieben? Da muss ich den Hans noch holen, oder wie? Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Oder könnt ihr jetzt hier da... Wir gucken mal. So. Fahren wir mal hier hin. Und dann kommt aus Windeseile... Kommt! Der Hans. Und schon ist er da. Siehst du mal, wie schnell das man Leute einstellen kann. So, wie gehen wir weiter? Wir müssen hier noch Gras mähen. Und das geht ja nicht von alleine. So, das ist direkt hier hinten. Da haben wir noch einen anderen Trecker, mit dem wir dann das Gras schneiden werden. Eine schöne Map hier. Ist eigentlich die Original-Map. Habe ich nicht selbst gemacht, sondern das hat jemand gemacht. Habe ich mir runtergeladen. So. Wo fahren wir denn hin, dass wir hier was nicht stören? Hier. So. Gut. So, das passt. So, nun nehmen wir den Trecker. So. Das ist ein sehr schöner Trecker. Und jetzt müssen wir schon rausfahren hier. Okay, machen wir hier die Wiese hier. Direkt vor der Nase. Bisschen Main. Nase ist da unten. So. Hier die Zapfwelle dreht auch schön, wenn man es hier sehen kann. Sieht man hier ein bisschen unten links. Sehr schön gemacht. So, wieder eingestiegen. Ja. Das geht ja wunderbar. Ja, so. Ich hoffe, die anderen zwei arbeiten gut da hinten. So. Dann fahren wir hier direkt
weiter. Also ja, es ist halt nicht so ein interessantes Spiel jetzt wie irgendwie Battlefield oder ein anderes Action-Spiel. Aber ja, es ist halt interessant, wenn die Maps mal was anderes bieten als das Original. Und zwischendurch macht's Spaß. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich war ja eigentlich immer noch auf den Landwirtschaftssimulator 2013 und er ist ja jetzt verschoben worden. Wir haben jetzt in den 10. und jetzt muss ich bis zum 25. warten. Das ist scheiße. Ja, und dann müssen wir uns jetzt halt noch mit dem 11er zufrieden geben. Aber es wird dann am 25. halt dann ein Video geben vom neuen Landwirtschaftssimulator 2013. Und das denke ich, das kommt drauf an, wann, ne? Vielleicht kann ich es ja am Tag machen, weil meine Kinder mitspielen. Und dann kann ich es am Mittag hochladen und dann ja, wird es wohl interessant werden, denke ich mal. Da werden wir zuerst mal alle Fahrzeuge kaufen. Ich meine, die Cheats werden ja immer noch gleich sein, um hier Geld zu cheaten. Cheaten? Wer cheatet denn hier? Niemand cheatet hier. Ja, aber zum Ausprobieren muss man das mal machen, ne? So, komme ich denn da hoch oder nicht? Ne, ich denke nicht. Fahren wir mal so. Ist auch blöd hier, komm. Ne, fahr hoch. Das müssen wir wohl schaffen hier. Ganz nah am Zaun entlang. Ja, doch, geht doch. Wer hat das gut berechnet hier? Sehr schön. Oh, nicht schön. Da unten haben wir was vergessen. Scheiße. Naja, muss man sich trotzdem konzentrieren hier, auch wenn es nicht so interessant aussieht. So. Auch damit. So, und noch ums Eck rum. So. Runter und Gas geben. Ja, das dauert halt immer so lange. Leider, leider. Ne? Es gibt ja davon, von Krone gibt es ja noch größere Maschinen. Habe ich ja auch im Inventar. Also im Mod. Oder, ja, Inventar. Ups. Ja, da habe ich ja was runtergeladen. Das ist der Krone. Was war das jetzt? Den 1100? Da ist dann geil gemacht, muss ich sagen. Das ist richtig eine geile Maschine. Und ja, können wir uns dann später noch angucken, oder? Wir haben jetzt... Ja, meine Uhr ist verschwunden. Toll. Ich habe so einen Let's Play Counter gemacht. Und man sieht, wie lange das noch aufnimmt. Aber da ist auf dem rechten Bildschirm ist er nicht mehr da. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da sehe ich nämlich überhaupt nicht, wie lange das schon aufnimmt. So, das dauert hier noch ein bisschen. So, haben wir eine schnell verschoben und jetzt sehen wir das denn. Da rechts oben 12 Minuten müssen das so plus minus sein. Weil das Intro geht ja auch immer so lange, also die Ladezeiten des Maps geht ja auch nicht mehr so lange. Aber so, ich denke schon 12 Minuten und 48 Sekunden haben wir schon. Das heißt, es geht länger heute. Und wir schalten direkt mal einfach mal so, wir machen die Augen zu schnell. Und jetzt haben wir es geschafft. So, ja. Stimmt. Doch. So, können wir weitermachen. Das hat ja niemand gesehen. Ja, ich schalte, ja, manchmal schalte ich nicht gerne um. Weil Realismus und so, weißt du? Ist ja schon, ja, macht es interessanter, wenn du schon ein bisschen realistischer spielst, als hier nur so, ja, zu switchen, ne, von den Geräten, also Motoren und Maschinen. Und, ja,
wenn man halt kein Bauer ist, dann spielt man halt das am PC, oder? Hat ja nicht jeder die Möglichkeiten, hier Trecker zu fahren. Wie viele von euch oder anderen Leuten, die auch spielen. Oh, was machst du denn da? So, ich denke, das reicht jetzt mal, oder? Ausmachen, hochmachen, umdrehen. Mal gucken, wenn wir das hier irgendwo abladen können, oder? Müsste ja irgendwo die Möglichkeit sein. Den Trecker gibt es übrigens dann 2013 auch. Aber ich weiß nicht, ob es die gleiche Version ist. Habe ich jetzt überhaupt nicht geguckt. Aber nur mal so zum Gucken, wie das so aussieht. So. Jetzt. Ja, genau. Ich denke, der Tor reicht jetzt hier zum Schwaden, oder? So, komm, mach hin. Ja, das ist ja der Standard von Scheins. So, B, glaube ich. Ja, genau, ist es. Ist es. Und der ist auf der Seite. So. Sehr schön. So, 15 Minuten sind vorbei. Wir machen trotzdem weiter. Es gibt ja so wenig Videos mit Landwirtschaftssimulator von mir. Also können wir auch ein bisschen über... Oh, vergessen. Können wir ein bisschen die Zeit überziehen. So. Und was machen wir jetzt? Ja, ich denke, wir machen hier jetzt einfach mal hoch. Und dann können wir das ganze Komfort jetzt mal hier ernst gedrückt. Also es ist halt schon ziemlich dunkel. Es ist momentan 10 vor 7. Und ja, es ist schon ziemlich dunkel draußen. Ne? Bald sieht man gar nichts mehr um 7 Uhr. Dann ist es schon um 5 Uhr dunkel. Und dann braucht man viel Licht. So, einmal runtergefahren und dann denke ich, dann haben wir es. Auf dieser Seite. Da gibt es noch eine Seite. So, komm mal raus. So, mal ein bisschen vorwärts und rückwärts und dann einmal gedreht auf die andere Seite bitte. So, B und 1 und los. Ja, ich habe irgendwas im Hals. Ja, das wird wohl das Wetter sein, ne? Hier Kröten unterwegs sind. So. Und dann denke ich, fahren wir unten direkt rundum. Oh, das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Komm mal raus. Oder doch. Ah, das passt schon. Was nicht passt, wird passend gemacht, oder? Kein Problem. So, einfach hier rumgeschossen hier. Schön. Sehr schön. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Das können wir doch aufnehmen, so, oder? Ja. Nicht immer so pessimistisch. Immer optimistisch sein. Hi. Ja, die Kröten, ne? So, noch ein bisschen. So, einmal gedreht. Da oben ist noch ein Haus, da gehen wir nachher rauf. Ich habe das Map erst vorhin runtergeladen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und, ja, dass hier hinten was ist, habe ich ja beim Einrichten hier schon mal schnell geguckt. Und sonst weiß ich von Map gar nichts. Aber ich denke, das ist ein Grund, noch eins zu machen, oder? Und morgen nicht, übermorgen, ja, vielleicht. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit. Man muss ja auch arbeiten, oder nicht?
Tja, so ist es. So, wir haben es gleich geschafft. 18 Minuten sind um. Hopp, B, auf, G, wechseln, B. So. Müssen wir nochmals hoch, oder? Ich denke schon, oder? Ich denke schon. Da auf der anderen Seite müssen wir doch noch. Oh, da hat es gepasst. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Doch, das passt. Jumai. Es ist ja super hier. Ja, hier haben wir noch ein bisschen, ne? Guck mal vor. Meister. Nur noch ein bisschen, gell? Okay? Oben machen wir noch ein bisschen. Nach Boden, gell? Okay? Dann fahren wir da vor. Dann stoppen wir. Dann fahren wir zurück. Noch einmal rundum. Nee, das passt. Nee, machen wir noch. Komm. So viel Zeit muss sein. So, Dilling. So, den fahren wir hier hoch. Den werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr brauchen. Ausgestiegen. Und hier rüber gesprungen. Können wir denn hier? Jo, das wird schon passen. Hier unser Trecker. Und eingestiegen und... So. Anhängen bitte. Schneller geht's nicht mehr. So. Mal gucken, von außen gucken. Oh, sieht schön aus. Ja, sieht schön aus. Gefällt mir der Trecker. Fährt ein bisschen langsam. Kann man hier nicht. Ja, doch. Ja, so geht's. Was machen wir jetzt? Einmal so rum. Eine Heugabel haben wir nicht. Aber das macht nichts. Fahren wir noch mal drüber. So, jetzt nimmt es mich wunder, ob das hier irgendwo abladbar ist. Ne, komm, wir fahren da hin. Ist gleich da oben hin. Komm, ich will gucken, was da oben ist. Da werden wahrscheinlich auch wieder die Kühe sein, weil es der Standard-Map ist. Der Misthaufen. Ist nicht hier. Komm, wir gehen mal hoch. Komm, komm, komm. Aufs Gas. Schönes altes Haus. Ja. Doch. Doch. Da hinten. Stall. Kann man da Gras abladen oder so? Ah, hier kann man auch. Ja, okay. Was ist denn hier? BGA. Genau. Du hast Hunger. Du kannst Gras fressen, du. Komm. Na, ich kann nicht mehr fahren. So, jetzt ein bisschen langsam. Jetzt. Schön. So, also das ist eigentlich unsinnig, wenn man den Kühen draußen Essen gibt. Ich glaube, das macht man normalerweise nicht. Aber, naja, passt schon. So, wir fahren jetzt mal zu den anderen zwei. Und gucken mal, was die da treiben. Wächst da schon was? Ja, das sieht gut aus. Oh, die stehen sich im Weg. Helfen! Wen lassen wir den Vortritt? Eine gute Frage. Der hier. Der mit dem Grupper. Warum gruppt der einzig auf der Seite? Du Spinner. Man gute Angestellten zu finden, ist auch schwer. Du bist doch auf der falschen Seite, du Hirni. Komm. Hilfe entlassen, du Hirsch. Muss entlassen. Schweinebacke. So nicht. So, V1 plus und H gedrückt und spreng! So. Muss man alles alleine machen, irgendwie. Muss man denn hier alles selber machen? So, dann warten wir halt noch ein bisschen, ne? Können wir heute nicht mehr dreschen. Ich glaube, es gibt gar keine Fälle hier, die schon fertig sind.
hinfahren, runterlassen, ausmachen. So, ich glaube, dann können wir da noch hinfahren. Da hinten ist wer denn? Da oben, hier war er auch cool zum Mähen. Oh, da komme ich hier gar nicht mehr raus. Nein! Hm, so, 24 Minuten sind vorbei. Ich denke, somit wissen wir schon ein bisschen von dem Map. Da hinten ist noch was, da waren wir kurz hinkommen, die Zeit muss jetzt wirklich sein. Vielleicht finden wir noch was. Oder nicht? Ah, da hinten wächst was. Ups. Da ist noch ein Unterstand. Oh, der ist. Es wächst nichts, es ist schon da. Mais. Ja, toll, ich habe den Mähdrescher ausgestattet mit Weizen. Und hier wächst gar nichts. Das ist alles, oder wie? Ja, da am besten wäre hier mit dem Silo-Mais zu machen. Extra-Mais. Ja. Oh, das können wir nächstes Mal machen. Dann werden wir dann den Krone nehmen. Die Krone der Krone. Der König der Landmaschinen. So, mal kurz hier hingefahren. So, 25 Minuten. Das ist 10 Minuten länger als üblich, aber macht nichts. Macht überhaupt nichts. So. So. Ja, auf diesem Weg würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, liebe Freunde. Tschüss.